Und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Etappe der Tour de France 2016. Wir haben in der letzten Folge die Etappe gewonnen und sogar das gelbe Trikot übernommen, wie wir hier sehen. John Degenkolb jetzt komplett in Gelb unterwegs, was ziemlich cool aussieht. Natürlich geht es heute wahrscheinlich wieder in den Sprint. Wir sehen, es ist so leicht hügelig, leicht ansteigend, was aber John Degenkolb ja durchaus zugegen kommt, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Wir werden wieder mit Tom Dumoulin und Warren Barguil den Sprint anfahren, versuchen dort natürlich auch möglichst mit unseren beiden Klassementsfahrern keine Zeit zu verlieren. Wir schauen erstmal einen kleinen oder werfen einen kleinen Blick auf das Profil. Wie gesagt, von Saumur nach Limoges geht es 230 Kilometer, was natürlich auch nochmal John Degenkolb als Klassikerfahrer sehr entgegenkommt. Tagesform ist leider heute nicht ganz so gut, aber die Fitness haut es natürlich wieder raus. Wie gesagt, Ausdauerwert eine 79 bei 230 Kilometern ist das tipptopp. Im Klassement führen wir, sind allerdings zeitgleich mit Peter Sagan, Michael Matthews und Ramon Sinkeldam zum Beispiel. In der Sprintwertung haben wir wieder die Führung übernommen, natürlich auch ein Ziel bei der Sprintwertung vorne zu sein. Jetzt wird hier natürlich schon losgefahren. Ich mache ganz kurz mal die Teamtaktik. Breitler, Kurvas, Timmer machen alle mal ein bisschen Führungsarbeit. Diesmal dürfen wir auch das Wasser nicht vergessen, wie bei mir in der letzten Folge. Sinkeldam kümmert sich um John Degenkolb. Ist ja quasi der Sprintanfahrer in Anführungszeichen. Geschke um Barguil. Und dann müsste noch Laurens ten Dam für Dumoulin sein. Der aber nochmal sehr weit hinten fährt, deswegen holen wir ihn mal nach vorne. So, dann müssten ja eigentlich alle da sein. Wir schauen uns nochmal um. Timmer und Sinkeldam müssten gleich vorkommen. Sie versuchen es zumindest. Contador haben wir da am Ende des Feldes gesehen. Einige Ausfälle nach Stürzen in der letzten Folge gehabt. Zum Beispiel Romain Bardet ist ausgeschieden. Einer der Mitfavoriten sicherlich auf das Podium, würde ich es zumindest mal nennen. Hier in dem Spiel ist er ja mit einer 82 am Berg auch relativ gut bewertet. Simon Geschke hat sich auch ein bisschen gemacht. Ich finde dieses gelbe Trikot sehr geil, vor allem mit der gelben Hose auch noch. Sieht schon sehr cool aus. John Degenkolb. Bin mal gespannt, ob wir heute wieder im Sprint so richtig gut reinhauen können. Ich mache das gerade mal ein bisschen größer. Wir sehen schon, dass es sehr ansteigend ist. Bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Timmer hat einfach mal eine plus 5 als Tagesform. Da sehen wir jetzt mal plus 9 in der Ausdauer. Kranker Scheiß. Plus 10 im Prolog. Naja, das bringt uns jetzt nicht so richtig viel. Aber das sieht schon ziemlich gut aus. Jo. Dann würde ich sagen, stellen wir mal ein bisschen schneller, weil in die Ausreißergruppe gehen wir wiederum nicht rein. Ausreißer haben sich auch theoretisch schon gefunden, sind allerdings nur zwei Fahrer. Das bedeutet natürlich, bei der Sprintwertung gibt es für uns richtig viel zu holen. Bin jetzt immer noch am selben Tag, immer noch nach dem Deutschland-Italien-Spiel. Kann also bislang nur auf die erste Etappe der Tour de France eingehen. Die nächste werde ich dann allerdings auch erst am Dienstag aufnehmen, die fünfte Etappe. Von daher kann ich dann auch ein bisschen Bezug nehmen, was sich denn so in der Realität abgespielt hat. Bislang kann ich nur sagen, sehr schöner Sprint auf der allerersten Etappe. Leider wieder mit einem Sturz. Und ich muss sagen, dass auf der ersten Etappe auch wieder unglaublich viel gerangelt wurde. Das finde ich immer so... Ja, es geht um Tour de France Etappensieg, aber die Gesundheit sollte doch durchaus auch wichtig sein. Der Katyusha-Fahrer ist dort bös gestürzt. Sah alles nicht so schön aus. Im Endeffekt Mark Cavendish gewonnen, auch verdient gewonnen im Sprint. Taktisch am klügsten gefahren. André Greipel war nicht so richtig ein Faktor. Marcel Kittel... war noch am nächsten dran, Cavendish zu schlagen. Und wie gesagt, diesmal denke ich tatsächlich mal ans Wasser. In der letzten Folge hat das nicht gut funktioniert. Im Endeffekt haben wir trotzdem mit John Degenkolb relativ souverän den Sprint gegen André Greipel gewonnen. Dennoch muss das mal besser laufen. Macht den japanischen Meister. Ich weiß gar nicht, ist das Arashiro? Ja, ist japanischer Meister geworden. Nehmen wir mal so hin. So, Breitler bringt jetzt das Wasser vor. Dauert einen kleinen Moment leider. Degenkolb gut platziert. Sinkeldam davor, so kann man auch schön Kräfte sparen. Geht ja auch erst nochmal relativ lange flach. Deswegen gehe ich auch mal auf achtfache Geschwindigkeit. Die Etappe ist 230 Kilometer lang. Gibt jetzt nicht viel, was man hier zeigen kann. Wie gesagt, wird erstmal die Ausreißergruppe. Zwei Fahrer ist natürlich viel zu wenig, um überhaupt durchzukommen. Da verbraucht man viel zu viel Kraft. Von daher ist das für uns gut. Wir können auch beim Zwischensprint nochmal Punkte einheimsen, wenn wir dort natürlich auch vorne landen. Das wäre wichtig. Aber wir fahren mal den Sprint vielleicht mit Sinkeldam dann auch tatsächlich an. Beziehungsweise, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wir haben da jetzt auch gelernt, erst bei 1,5 Kilometern kann man beim Zwischensprint dann sprinten. Da braucht man quasi gar keinen Anfahrer. Man sprintet einfach bei 1,5 und muss natürlich vorher noch in Position gefahren werden.
So, Etappe ist wie gesagt lang, deswegen brauchen wir viel Wasser. Wetter ist heute auch etwas besser als bei der vorherigen Etappe, wo es ja viele Stürze auch wegen des Regens gab. Ja, Sonnenschein ist doch viel schöner. Obwohl John Degenkolb natürlich als Klassikerfahrer, dem ist das Wetter egal. Er fährt bei Wind und Wetter. So, jetzt sind's auch, haben wir schon ordentlich was zurückgelegt. Nicht mehr allzu lange bis zum Zwischensprint, noch 33 Kilometer. Bin sehr gespannt, wie das jetzt hinten im Ziel aussehen wird, weil die Zielgeraden, da gibt es ja einige Experten dafür. Hoch. Einige Experten dafür für diese ansteigenden Zielgeraden, gerade wenn die auch sehr steil sind, weil es sieht doch wirklich schon nach 5-6%, wenn nicht sogar noch mehr aus. Mal schauen, ob dort nicht vielleicht sogar die Pancheure ihre Stärken haben. Tom Dumoulin ist wieder richtig gut dabei. Wo haben wir Warren Barguil mit einer 0? Okay, das passt doch. Da kann er quasi seine die Werte, die er hat, auch so auf die Strecke bringen. Tom Dumoulin sieht richtig gut aus für den Tag. So, 16 Kilometer. Ich würde sagen, so bei Kilometer 6, 7 fahren wir mal mit John Degenkolb dann auch nach vorne. Ja, bislang hat noch keiner Anstalten gemacht, das Tempo zu erhöhen. Dann schauen wir mal, dass wir mit Degenkolb dann gleich hier rausfahren. Es sind auch noch 11 Kilometer. Ich gucke immer auf die falsche Seite. Na, jetzt formiert sich das hier langsam so ein bisschen. So, 7 Kilometer noch, aber ja, da kommen sie alle. Da ist auch Sagan zum Beispiel. Oh, jetzt habe ich Dimola vorgeschickt, ich Schlaukopf. Generell ihm die 85 gegeben und nicht Degenkolb. Huch, seit wann ist der da oben? Soll jetzt nicht einklemmen lassen, Herr Degenkolb. So, Sinkeldamm beschützt uns jetzt quasi. Und dann sprinten wir auf den letzten 1,5 Kilometern. Dann haben wir am Hinterrad Van den Broek. Huch, wollte ich gar nicht. Jetzt kurz Pause, damit wir auch wieder das Auge drauf haben. Na, ist so leicht ansteigend wiederum. Komm, das müsste doch reichen. 1,5 Kilometer kann man immer sprinten. Da kann auch keiner mithalten mit John Degenkolb. Sehr schön. Hätten wir geschafft. Jetzt darfst du mal ganz kurz warten. Das hat, jawohl, 101 Punkte. Jetzt sind es 4 Punkte Vorsprung auf Alexander Christoph. Natürlich problematisch werden dann die Hügeletappen. Jetzt müssen wir schauen, dass der gute Herr Sinkeldamm sich auch wieder drum kümmert. Er wartet, glaube ich, gerade. So, und John Degenkolb soll natürlich vorne weiterfahren. Das war ein sehr guter Sprint, auch wenn das jetzt natürlich immer ein bisschen Energie kostet für den finalen Sprint. Aber die anderen sind ja auch mitgefahren. Und wir haben das grüne Trikot quasi erstmal verteidigt. Das gelbe wollen wir heute natürlich auch behalten, aber wir haben ja auch 50 Sekunden Vorsprung, falls sich dort tatsächlich Lücken ergeben sollten. Chabanel, achso, der ist in der Ausreißergruppe wahrscheinlich. Hier werfen wir auch nochmal einen Blick auf die Ausreißergruppe. Jul Jensen, nicht Jesper Juul, der Erziehungsliterat, keine Ahnung, er schreibt immer Bücher über Pubertät und so weiter. Sylvain Chavanel hat wohl angegriffen, die Bergwertung sich gesichert, aber der vierten Kategorie, damit wird er keine Chance haben. Wir machen weiterhin leicht die Nachführarbeit im Hintergrund, 4,5 Minuten bei 50 Kilometern. Ich würde da jetzt auch mal auf die anderen Sprinterteams noch setzen. Wobei wir eigentlich mit Timmer zum Beispiel das Tempo mal etwas höher machen können. Nehmen wir Kurvas und Breitler doch auch noch mit rein und Wasser holen, verdammt. Weil die Sprintvorbereitung jetzt quasi wieder mal vergessen. So hören wir natürlich gerade das Tempo fürs Wasser holen. Das ist nicht so clever, egal. Man muss der Breitler jetzt durch. Und so steil ist das ja alles auch nicht. Schön, dass die auch sich gar nicht mehr ganz ans Ende zurückfallen lassen. Ja, ich hole doch gerade Wasserflaschen. Jetzt muss ich mich erst irgendwie wieder dran gewöhnen. So, dann haben auch alle wieder Wasser. Noch 35 Kilometer, der Abstand 3,5 Minuten. Wird jetzt auch deutlich geringer natürlich, wenn wir vorne das Tempo auch erhöhen.
Wäre schön. Katjuscha hilft auch mit, das ist sehr gut. Dann haben wir da ein bisschen Unterstützung, aber es sind immer noch 3 Minuten bei 28 Kilometer. So, Dümmler haben wir vorne platziert. Bagui müssten wir nochmal etwas weiter nach vorne holen. Hätte ich ganz gerne, dass er auch bei Degenkolb fährt. Hat sehr gut funktioniert mit dem Anfahren vorhin. Okay, Degenkolb fährt jetzt halt sehr weit vorne. So weit im Wind muss eigentlich gar nicht sein. Ah, jetzt kommen auch die anderen. Astana, Etix Quickstep kommt jetzt mit vor. Macht die Nachführarbeiten. Jetzt geht der Vorsprung auch relativ schnell zurück. Bei zwei Fahrern, die sollten eigentlich auch nicht mehr richtig viel Energie übrig haben. Vorteil ist natürlich, dass es jetzt so ein bisschen bergab geht die ganze Zeit. Bis zum Ziel hin. Dann kommen noch zwei leichte Anstiege. Aber wie gesagt, John Degenkolb ist da ein bisschen im Vorteil gegenüber der Sprintkonkurrenz. Nibali haben wir jetzt im Bild. Contador mit der 53. Okay, ist nicht Kapitän seines Teams. Ah, Peter Sagan ist wahrscheinlich Kapitän. Wakoc hier, der Träger des weißen Trikots momentan noch, da er in der Ausreißergruppe war. Christoph formiert sich hier. Christopher Froome wird von seinen Teamkollegen weit vorne gehalten. Damit er aus der Sturzgefahr raus ist. Ah, das Spiel ist so realistisch. Côte de Puy-Molinier. Also das Spiel ist, das fand ich wirklich gut, dass Froome jetzt hier so weit vorne fährt. Das war jetzt gar nicht ironisch gemeint. 16 Kilometer noch, Wasser sollte jetzt reichen bis ins Ziel. 48 Sekunden auch nur noch. Wir sollten auf jeden Fall über diesen Berg hier, über den Hügel schon relativ weit vorne fahren. Deswegen, ja, Laurens ten Dam haben wir ja quasi als Beschützer für Tom Dumoulin. Dann lassen wir Dumoulin da Tempo machen und fahren unseren Sprintzug quasi schon dort mit rein. Dürfen natürlich nicht zu schnell fahren, damit Degenkolb auch noch mitkommt. So, sollen wir erst Bagui. Dann Dümmler, dann Degenkolb und die anderen, die Beschützer bleiben ja auch noch mit dabei. So, dann steuern wir jetzt quasi erstmal mit Bagui. Degenkolb? Natürlich erstmal hier aus den Massen rauskommen. Müssen wir mit Bagui vielleicht ein bisschen schneller fahren. Geschke versucht da jetzt vorn dran zu bleiben. Timmer kann jetzt mal rausnehmen. Genauso wie Kurvas und Breitler, die haben Feierabend für den Tag. Bagui, Dümmler, aber Degenkolb muss natürlich noch hin. Ah, da ist er auch schon. Dann fahren wir nämlich jetzt hier unser Tempo hoch. Ich hoffe mal, dass Degenkolb das, wie gesagt, mitgehen kann. Jetzt gibt erstmal Bagui das Tempo vor. Ich gebe jetzt einfach mal Energie. Ich verteile Energiegele. Na gut, Sinkeldamm braucht das gar nicht, aber Dümmler braucht das auf jeden Fall. So, ich bleibe jetzt erstmal vorne Bagui, weil er das Tempo vorgibt. Den Hügel sind wir damit, glaube ich, auch schon oben. Dann halten wir das Tempo hoch. Es sind nur noch 6 Kilometer. Komm, hau alles rein, mein Freund. Ja, Dümmler kann das Tempo natürlich rein theoretisch generell höher halten. So, und Degenkolb bleibt dran an Dümmler. Dann halten wir das Tempo einfach extrem hoch. Dümmler fährt auch die 99. Sind noch 3,6 Kilometer. Warren Bagui soll aber einfach so schnell wie möglich weiterfahren. Brauchen wir für die Gesamtwertung. Geschke kommt da nochmal vorgestürmt. So, jetzt sind es noch 2,1 Kilometer. Es geht aber, wie gesagt, sehr steil bergauf. Deswegen kann man vielleicht jetzt dann langsam mal in den Wind gehen und schauen, ob das reicht. Boah, da sind andere stärker, oder? Ja, da ist Buhani ist stärker. Der gar nicht dabei ist, schlägt uns hier im Sprint. Das ist aber bitter. Hat sich ja an der Hand verletzt vor der Tour de France. Ich konnte ihn leider nicht mehr rausnehmen, weil ich das erst danach gelesen habe. Also Nasser Buhani,
schlägt uns hier, aber das gelbe Trikot behalten wir auf jeden Fall. Matthews dabei, Christoph, schade. Ja, aber den Sprint haben wir schon recht gut angefahren. Der rote Balken war jetzt auch genau im Ziel weg. Bargy ist vor allem vorne dabei, Dumoulin kommt auch schön vorne mit. Und wir bauen auch nochmal leicht im Sprint-Trikot die Führung aus. Das ist doch auch schon mal was. Also leider nur Platz 2 auf der vierten Etappe, aber ich finde es sehr interessant, macht Spaß. Auch die verschiedenen Trikots, das gelbe Trikot tragen wir. So, also es war tatsächlich abgestürzt. Ich konnte erzählen, was ich will und dann war es auch weg. Also die Siegerehrung, das war zu viel für das Spiel. Aber wie gesagt, wir haben Warren Barguil auf Platz 5, Dumoulin auf 7, Geschke auf 9. Geschke einfach nur, weil er einen der beiden Fahrer beschützen wollte. Also das funktioniert, wie gesagt, suboptimal. Nasser Bouhanni hat uns jetzt geschlagen. Wie gesagt, leider blöd, dass er dabei ist. Weil er, wie gesagt, bei der Tour de France eigentlich nicht am Start ist, hat sich kurz davor am Handgelenk, glaube ich, verletzt, stand auch in den Kommentaren. Ich konnte es leider, wie gesagt, nicht mehr ändern, weil ich die erste Etappe schon aufgenommen hatte. Aber naja, jetzt ist er halt doch mal mit dabei. Auch ein guter Hügelfahrer, Hügelsprinter. Deswegen hat er auch John Degenkolb jetzt hier geschlagen. Vollkommen okay. In der Gesamtwertung bleiben wir vorne. Immer noch zeitgleich mit Peter Sagan und Michael Matthews. Die Sprintwertung führen wir jetzt mit 16 Punkten vor Alexander Christoph an. Auch schon große Abstände zu den anderen Konkurrenten. Bergwertung ist noch Albert Timmer dabei. Nachwuchsfahrerwertung, wie gesagt, führen wir virtuell quasi an. Wir sehen hier die anderen Favoriten. Wilco Keldermann zum Beispiel wird uns sicherlich noch in den Bergen häufiger mal um die Ohren fahren. In der Teamwertung sind wir auch weiterhin vorne. Also läuft alles prima. Bin da sehr zufrieden mit. Dann sehen wir uns nämlich auf der fünften Etappe wieder. Das ist dann allerdings schon eine Etappe, wo es für John Degenkolb sehr schwierig werden wird, das gelbe Trikot zu verteidigen. Ich werde versuchen, möglichst nur zu reagieren. Also mit Tom Dumoulin eben zu reagieren und auch mit Warren Barguil keine Attacken zu initiieren, sondern wirklich nur, wenn die Favoriten angreifen, sich dranhängen. Und versuchen, John Degenkolb halt so gut wie möglich über die Hügel rüber zu bekommen. Bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid, dann auf der fünften Etappe der Tour de France. Dann geht's von Limoges nach Le Lioran. Bis dann.